Gio Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Nur doof, wenn du keine Bomben hast, ne? Eigentlich auch smart, sowas zu machen, hier so kleine Rätsel dann. Das bietet sich halt auch so an in einem Zelda Light, ne? Okay. Okay. Verstehe ich nicht, aber... Er muss dahin? Warte mal. Vor allem, was? Wie soll man denn... Gibt's da was, was ich treffen muss? Ah, da geht's auf jeden Fall weiter. Ach, guck mal an. Ja, okay. Ich verstehe langsam. Dann kann ich jetzt hier quasi... Ja, aber das geht doch nicht, oder? Also es ist klar, was ich tun muss, aber... Nee, aber das ist doch dann, dann mache ich doch viel einfacher so hier. Dann spare ich mir doch die ganzen Bomben. Aber eigentlich normalerweise, so wie ich das interpretieren kann. Ach, come on, wirklich jetzt, ey. Ach, Mann. Also, so wie ich das interpretieren soll. Muss man da mit einer Bombe oder einem Boomerang quasi die Bombe so dingsen, dass sie halt gepusht wird und dann da halt hoch geht. Aber man kann es halt auch von hier mit einem Boomerang machen. Wahrscheinlich sollte man das generell auch ohne Boomerang machen, dass man quasi sagt, okay, nimm jetzt nur die Bombe und die Bombe legst du da drauf und dann wird die hier rüber katapultiert. Aber man kann es halt auch ein bisschen schießen. Aber was ich nicht... Ach Mann, ey... Wie soll man sich jetzt dahin teleportieren, verstehe ich. Hinhangeln meine ich, verstehe ich jetzt nicht. Ach, das ist... Ah, ich bin auch dumm. Gar nicht, weil das ist das. Ja, okay, never mind. I'm stupid. Das war ein Schalter zum Aktivieren. Gut. Nächstes Rätsel geschafft. Was hat das jetzt hier mit auf sich? Also wir haben den einen Schalter aktiviert. Aber was ist das hier? Ah, lol. Hier also, okay. Mir gehen langsam die Bomben aus. Oh, okay. Zum Glück. Okay, das heißt, hier ist der Rückweg, ja. I see. Oh. Okay.
Ah, ich sehe es schon. I see. Oh, man muss die richtige Stelle jetzt finden, oder was? Ach, fuck, man. Aber woher soll man das wissen? Also jetzt mal ohne Scheiße, wo soll man das wissen? Mein Gott, und dann, die Kacke wird auch nicht hochgetragen hier. Ja, RIP. Okay. Ja, gut. Dann, muss ich mir da leider weiterhelfen mit. Sorry dafür, aber man hat halt gar keinen Hinweis, wie die Bomben geplaced werden müssen. Und das ist einfach nur RNG, so. Sorry, was kann ich dafür? Und vor allem, die Bomben kommen ja halt nicht immer mal oben an. Also, ja, weiß ich nicht. Dann sollte man wenigstens dafür sorgen, dass man hier irgendwie immer Bomben kriegt aus so einem Dispenser oder so, damit man was probieren kann. Weil sonst finde ich das ein bisschen unfair. So, ich muss aber hier auch noch was finden. Anscheinend, weil... Ah. Ja. Weil das reicht nicht so. Oder kann man legit hier alles machen? Oh man. Hä, war, habe ich die Bombe dann nie getroffen? Warte mal, das will ich jetzt mal... Das will ich mal testen. Oh mein Gott. Also waren 10 Bomben lang unlucky. Willst du mir das da gerade mit sagen? Oh mein Gott, Leute. Das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr wack, dass wir so viel Pech hatten. Aber das ist auch eine verdammte Höhe, also verdammt krasse Höhe, wenn man sich das mal so anschaut. Das ist gar nicht mal leicht, mit den Bomben da im richtigen Timing das zu werfen, dass es auch kaputt geht. Vor allem, wir hatten ja am Anfang dass nur ein Loch gemacht wurde und nur ein Block dann runtergefallen ist. Und ich dachte, man muss halt dann so einen richtig Pixel-Perfect-Path machen. Aber nee, gut, dann nehme ich das zurück. Du hast meine Prüfung absolviert. Doch dieser Schrein ist für jemand anderen vorgesehen. Ja, gut. Aber danke, dass du mein Tester warst. Das hilft mir für später, für spätere Prüfungen. Kein Ding. Zeichen meiner Dankbarkeit bekommst du ein Herzteil. Okay. Und nun verschwinde auch wieder. Ich habe noch zu tun. Okay, sorry. Aber ja, okay, dann war das doch eine coole Idee, aber halt von der Höhe so hoch, dass man es nicht gut machen konnte. Aber dann war es mein Bett, dann war ich einfach nur schlecht. Cool, dann haben wir jetzt auch noch ein Herzteil, aber haben wir jetzt nicht fast wieder einen, ich wollte gerade sagen, fast den nächsten Container. Oh, ich glaube, das überlebe ich nicht. Oh, ganz knapp. Okay, nice. Gut, Freunde, dann teleportieren wir uns jetzt mal wieder zur Hyrule-Ebene. Wir haben ja auch einen Juwelenfragment. Oh, oh. Wir haben ja auch ein Juwelenfragment. Das heißt, da können wir direkt mal gucken. Und wir haben 21 Rubinkristalle. Uns fehlen noch 4. Damn. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt, aber auch nicht so wild. Ja, aber dann... Ich frage mich echt, wo der abgeblieben ist. Und wir können mal eben ganz kurz wieder ein paar Sachen hier abladen. Wobei, wir sind jetzt eh in Hyrule City, ne? Okay.
Okay, eigentlich. Aber hier zum Beispiel das alte Kokiri-Schwert, die Leviathan-Axt brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da finde ich die Gerudo-Sense irgendwie besser. Farbeimer checke ich auch nicht genau. Pfeile nehmen wir mit. Herz habe ich auch keine Ahnung, wie das in unser Inventar gekommen ist. Okay. Aber sonst den Rest. Wobei, warte mal. Das brauche ich nicht. Flower hier. Die können weg. Ja, die Karte ist eigentlich auch weg, wenn wir ehrlich sind. Die Schleuder kann auch weg. Ja, ich denke, das ist okay so. Nur noch mal kurz sicher gehen, die Schatzkammer.